Reiß dich zusammen. Ich bin Lieutenant Colonel Eric King von der United States Air Force. Ich bin leitender Atomingenieur der Survey Group, die im Irak versteckte Chemiewaffen finden sollen. Bei der Mission fanden wir etwas Unerwartetes. Ich beginne jetzt die Autopsie einer unbekannten Lebensform. Der Letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Smart. Es gibt uns Zeit. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Geht aber noch deutlich besser. Heroisch sind wir hier wieder mal. Deswegen ist die Granate auch dort geblieben. Und wird sie einfach wieder neu aufstellen. Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er! Geht dir das gar nicht nah? Vorhin hast du diesen Hirten erschossen. Den starken Mann zu markieren, wird das nicht wieder gut machen. Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Bitte melden, over. 2-1 Actual, höre Sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt, over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam, over. Verstanden. Over and out. Ich glaube, der Eric hat die Stimme auch von Sebastian Castellanos. Die Kreatur ist etwa 8 Fuß groß, zweibeinig und hat Flügel. An den vorderen Gliedmaßen und Fingern befinden sich Häuter, die an Flughäute erinnern. Die Epidermis wirkt, als wäre sie von einer Art Exkret bedeckt. Darunter wirkt sie irgendwie krank. Der Kadaver der Kreatur beginnt schon zu verwesen. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen sie wieder.
Sichere den Tempel. Ach du Scheiße. Oh. Das ist die Stelle, wo wir waren ganz am Anfang. So nah war ich der Hölle noch nie. Das ist einer der Archäologen. Womit hat sie das nur verdient? Gepfählte Frau. Eine tote Frau mit einem eisernen Zelterring in der Brust. Lockt durchs Herz getötet. Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Wer? Behalt's lieber für dich. Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Oh, Tagebuchseite. Der Gestank des Todes, unleserlich und überlagen, unleserlich über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass unleserlich hier runterwarfen, nachdem unleserlich ausgeraubt wurden. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid, die Angst, die sie unleserlich, doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches unleserlich, als Mary fragte, was es war, nickte Bruncho Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit der Dynamit. Sie meinte, sie wolle es herausfinden. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht. Und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Das ist absolut nicht gut. Sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Aber diese Winde, wo ist die? Ohne Vorahnung. Oh. Das ist... Rachel ist tot. Oh, nee. Sprengstoff und Stolperfalle. Diana Jones, bist du's? Eine blutleere Leiche mit mysteriösen Einstichstellen am Hals. What the fuck? Ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Natürlich war das einer der Forscher. Was ist denn das? Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Ein Zylindersiegel, das eine antike Stadt darstellt. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Geht's weiter. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Saiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du?
Oh nein, das ist jetzt auf jeden Fall wichtig für Rachel. Wäre es dann nicht logisch, dass wir das in der Mitte machen, dass sie die Stolperdrähte sehen tut? Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Dann mal los. Hoffentlich brauche ich das nicht. Was hat er jetzt für Probleme? Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um mich durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Ich hoffe, das war kein Fehler. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Wir sind an einer Treppe, die nach unten führt. Ihr Befehl? Over. Verstanden. Zurückziehen und Umgebung sichern. Ich hoffe mich jetzt einfach, dass man das dann sehen kann, wenn man Rachel spielt, dass man das ausweichen kann. Dann Rückzug. Das war jetzt mein Gedanke, weil wenn wir den Draht verstecken und die drüber rennen, dann haben wir die Arschkarte. Und sie hat überlebt. Alter. Du Scheiße. Eric? Eric! Wo bist du? Tja, Eric war jetzt hier unten aufgespießt. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Nick? Jason? Scheiße. Das heißt nichts Gutes. Oh, das ist einer dieser Helme, die wir gesehen haben. Oh. Ein antiker Helm unbekannten Ursprungs, der anscheinend von einer Klaue aufgerissen wurde.
13. Dezember. Ich will jetzt einfach dieses ganze unleserliche Ding gar nicht erwähnen. Und ich begraben uns nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich Temperament. Sie wirkte besessen, fast manisch angesichts unserer neuen Entdeckung. Als wir den Boden erreichten, konnte Crow nicht. Vor uns in einem schwindelerregenden Gewölbe lag eine abscheuliche Kolossal, schlafend, ein riesiges Gebilde, gebaute Innen. Der Anblick überwältigte mich und... 28. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen. Du Scheiße. Sternenkammer. Ist das, wo diese Astronomen damals von denen dann waren? Nehme ich jetzt mal an. Was zum? Okay. Badass. Kann man vielleicht? Boah. Wir sind hier weg. Oh. Einstiche. Von dem Viech hier. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel von Schlund und der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen, während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen. Psilocybin. Digga. Hinter uns.
jetzt nicht gut. Direkt hinter uns. Ich kann halt auch nichts machen. Alter, was? Lauf! Lebt noch? Los! Ich fasse es nicht, dass die Clarice noch leben wird. Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne wirken grotesk, missgebildet und verfärbt. Seltsam, unpassend. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben. Das Blut ist völlig fremdartig. Ich untersuche die Flüssigkeiten jetzt unter UV-Licht. Oh, das ist das, was wir gesehen haben, ne? Das war das hier, glaube ich, oder? Verbrennt. Oh. Kolchak, sind Sie das? Hellende Beweise. War das der Dar oder wer war das? Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Okay. Würde nicht gern darauf klettern, um sie... Nein, sag bloß, sie können sich infizieren. Ach du Scheiße! Scheiße, Joey, ich bin's! Und gepflegt. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Das heißt, wir dürfen uns nicht beißen lassen. Die können uns infizieren. Digga, Clarice lebt einfach. Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher.
wusste gar nicht, dass du... Kämpfst? Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fi. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sicher weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Gut, dass du hier bist. Naja, schätze, ich bin auch ganz froh. The fuck, die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Oh nein. Wurde sie gebissen? Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nie. Siehst du doch, klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalt das lieber für dich. Ich werde überleben. Und wenn du das auch willst, dann streng dich lieber an.